Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio hier aus Seagames Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich bin eben gerade so frech gewesen und habe die Batterien schon aus der Fabrik herausgenommen, ohne euch mitzunehmen. Deswegen habe ich jetzt schon die Kamera bzw. das Video angemacht, damit ihr wieder mit dabei seid und wir das gemeinsam hier weiterverfolgen. Ich wollte eigentlich noch, siehst du, die Produktion von den Akkumulatoren habe ich jetzt vergessen anzuschalten dadurch. Na gut, wir haben 15 Batterien und das heißt, wir können uns 3 weitere Akkumulatoren machen. Das ist schon mal ganz wichtig. Hier werden wir wahrscheinlich auch noch eins aus... wir müssen jetzt am Tag ein bisschen zuheizen, ne? Oder? Nee, momentan nicht. Aber hier steht doch schon wieder alles, weil wir keine Kohle da. Doch, Kohle ist da. Wo fehlt euch denn? Was ist da los? Was ist da los? Ihr werdet das Zeug nicht mehr los. Warte mal. Da oben. Die Kiste ist voll. Ach, du ahnst das nicht. Ja, dann müssen wir auch noch unser System für überlegen, wie wir das hier schöner hinkriegen. Haben wir da noch irgendwo Platz in irgendeiner Kiste? Erstmal nehmen wir 3000 raus. Die können wir erstmal zu großen Teilen da reinschmeißen. Nehmen wir den nächsten Rest noch mit raus. Das ist natürlich immer doof, dass unsere Produktion wie so ein Kilofitz manchmal stehen bleibt, ne? Wieso ist denn... Achso, dann ist das natürlich auch alles stehen geblieben hier. Dann hat sich die Kohle darum angesammelt. Naja, es steht noch nicht lange anscheinend. Und den Schwefel, den können wir da unten erstmal einsetzen und können damit ein bisschen Schwefel... Säure wieder produzieren dann. So. Gut. Batterien rausnehmen, Akkumulatoren an... Akkumulatoren bauen, so. Jetzt kommt er mit den Tasten nicht mehr klar. Okay. Ja, es ist schon spät. Also, wir haben es jetzt hier kurz vor oder kurz nach 0 Uhr. Glaube ich, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist kurz nach 0 Uhr. Mein Handy ist gestorben übrigens. Das ist für mich noch ein Zustand, den kenne ich so nicht. Aber es bootet einfach nicht mehr. Es ist einfach tot. Will einfach nicht mehr. Mag mich nicht mehr. Hat mich einfach so verlassen. Und das aber auch wirklich von einer Minute auf der anderen. Ich habe es quasi in der Hosentasche gehabt und war auf Arbeit und wir sind essen gefahren. Und wie man das immer so am Freitag in der Firma machen. Und als wir da ankamen, wo wir sonst, also wo wir da essen wollten, Pizzeria halt, wollte ich mein Handy rausholen, wollte einem Arbeitskollegen was zeigen, sagen, hier, gucke mal, da habe ich was gesehen, was ich ganz nett fand und hat mein Handy einfach gesagt, nee, ich bin nicht mehr da. Und dann stehst du denn da und dann geht einfach nicht mehr. Das Schöne an der ganzen Sache ist, Alter, 2 Jahre, 3 Wochen. Super. Ich bin begeistert. Ich bin richtig, richtig begeistert deswegen. Aber willst du machen, so ist das Leben. Manchmal hast du Pech, manchmal haben die anderen Glück. Oh, froh, dass es bloß das Handy ist und nicht lebenswichtig ist, ne? Ja, ich bin jetzt 1 Woche lang ohne Handy. Beziehungsweise heute ist denn schon. Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist, müsste Donnerstag sein. Heute dürfte ich das neue Handy schon haben und eventuell vielleicht auch die neue SIM-Karte, die ich dazu brauche, weil ich das Netz wechsle von D-Netz auf E-Netz. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber wir werden es sehen. Also. Kann ja nicht viel schlimmer werden als das, was wir jetzt schon haben. So, dann können wir hier mal ein bisschen Eisen reinschmeißen. Dann können wir da haben wir nämlich Stahl, da können wir noch was rausnehmen. So. Dann werden wir uns jetzt nämlich schon einmal alles dafür herstellen, was wir brauchen, um die Bleiproduktion aufzubauen. Da haben wir dann jetzt dann mal einen ganz großen Plan. Wir brauchen 2 Liquifier MK2. Davon hätten wir keinen, so wie das aussieht. Das heißt, wir müssen hier mal, da mal hingucken und sagen, wo sind sie da? Was brauchen wir dafür? Eisenplatten. Na, das ist ja kein Problem, da haben wir doch hier oben ein paar rumliegen. So, komm mal her. Zack, zack, zack. Dann holen wir noch ein paar Kupferplatten. So, zack, zack, zack. Ach, da haben wir sogar noch genügend von gehabt. So, wir brauchen 2 Liquifier. Dann brauchen wir Fraction Units. 3 Stück.
Die finden wir. Wo waren die denn? Ja, wo sind sie denn? Diffraction Units. Da. Davon brauchen wir 1, 2, 3. Und dann brauchen wir hiervon. Und was fehlt uns dann? Ziegelsteine nehme ich mal an. Hoffe ich zumindest. Oder es fehlen uns die Circuit Boards. Davon brauchen wir 6. 2 können wir produzieren. Ziegelsteine fehlen uns erstmal. Dann holen wir uns erstmal Ziegelsteine. Und wir werden wirklich ein Problem kriegen, glaube ich, das ganze Zeug immer wegzuschaffen. Ziegelsteine. 3. Und jetzt fehlen uns die Basic Circuit Boards. Das war zu erwarten. Und was fehlt uns da am meisten? So, da haben wir. Okay. Widerstände haben wir auch noch. Also die Boards fehlen uns. Warum? Die haben wir hier. Ja. Okay. 4, 5, 6. So, dann haben wir 6 davon. Wir haben bis dahin alles produziert. Wir brauchen noch eine blaue Fabrik. So. Wir brauchen 2 Crusher. War Crusher haben wir keine mehr, ne? Noch keinen abgerissen drum. Wir haben bloß die Sorting Machine, ja. Wir brauchen also 2 Crusher. Nein, das sind 2 Sorting Machines. Die brauchen wir nicht. Ob man das? Das? Wir brauchen 2 Crusher. So. Und dann brauchen wir. Ja, hier müssen wir bei der Bleiproduktion natürlich noch gucken, was da kommt. Achso, das müssen wir erstmal erforschen, ne? Mann. Advanced Bly Production. So, da müssen wir nämlich dann mal gucken, wie das hergestellt wird. Das ist ein Prozess. Lead Oxide. Da brauchen wir. Keine Ahnung, irgendein Zeugs, irgendein Schwefelsäurezeugs oder ein Schwefeldioxid. Das könnte das Gas davor sein. Um das herzustellen. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Teil das hergestellt wird. Moment, da haben wir doch Steuerung E dafür. Lead. Lead. Nicht Meat, sondern Lead. Lead. Das wollen wir herstellen. Das wird hergestellt in einem Blast Furnace. Einem weiteren. Mit Oxygen und Prozesslied. Also wie kriegen wir das Prozesslied her? Dann gehen wir in ein Blast-Furnace, um dann das herzustellen. Das ist das Abfallprodukt, alles klar, okay. Wenn das Abfallprodukt ist, das können wir ja dann quasi... Ja, wo bringen wir das denn? Könnte man quasi hier unten als Eingangszeug nutzen, ne? Hier produzieren wir das teuer. Ich glaube, da müssen wir dann mal irgendwann aufhören, so viel Schwefel herzustellen. Weil da weiß ich echt nicht mehr hin, wo wir mit dem Schwefel. Also der Sprengstoffindustrie, okay, aber. Können wir denn vielleicht mit Schwefel hier unsere Insel vergrößern? Nobody knows it. Interessanterweise ist das wirklich. Mit dem Rohr, ne? Ja. Und. Das ist bis zu dem. Er steht ein bisschen über in beide Richtungen. Ja, ist ja klar. Muss ja auch. Dann müssen wir hier den Abstand, den müssen wir hier auch einhalten, sonst kommen wir uns oben ins Gehege. Gut, also brauchen wir 4 Blast Furnace. 2 mit Sauerstoffanschluss, die das herstellen. Die können ja ruhig in der Ebene stehen. Dann legen wir das Rohr einfach hier durch. Und dann brauchen wir. Warte mal, wo kann man das nochmal? Das kann man dreimal herstellen. Ah ja, okay, das ist dann noch ein bisschen komplizierter wieder. Lead Processing braucht man dafür. Da macht man aus 1 Erz 1 Lead Oxide. Hier macht man aus 8 Prozess Lead 24 Oxide. Ich glaube, das ist günstiger oder effektiver. Und dann kann man hier noch Glas herstellen und dabei fällt das an mit Molten Lead und Molten Glas. Alles klar, da fällt das ein bisschen mehr ab. Nein, okay. Gut, das ist ein Abfallprodukt. Gut, dann gehen wir den Weg hier. Gut, und das kann man dann benutzen, um 2 Lead Oxide, 1 Carbon. Das ist viel zu teuer. Das ist auch zu teuer. Das ist genau das, was wir machen wollen. Da brauchen wir auch ein Blast Furnace. Okay. Gut, also brauchen wir 4 Blast Furnace. Das. Davon haben wir jetzt momentan einen und wir brauchen also noch 3. Dann brauchen wir 2 hiervon. Und dann. Sind wir bis zu der Station, dann brauchen wir 2 von den
Casting Machine haben wir ein und Induction Furnace haben wir ein. Also brauchen wir ein Induction Furnace und zwei Casting Machines. Bei Casting Machines können wir schon mal herstellen. Und was fehlt uns zum Induction Furnace? Ziegelsteine. Alles klar. Dann holen wir uns auch zwei Ziegelsteine. Und dann müssten wir alles dann schon zumindest so weit haben, dass wir die Bleistraße aufbauen können. Dann brauchen wir nur noch genügend Forschung und genügend Lendfilz, damit wir es auch hinstellen können. Forschung, 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 da ist er. So. Eieiei, na gut, der hat mit den Lendfilz, das könnte knapp werden. Hier, was ist hier los? Hier mit den Steinen, das funktioniert alles, wunderbar. Okay, gut, 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 gut. Habe ich noch hier irgendwie so, ach, irgendwo habe ich noch so einen Stein, naja, so gut. Machen wir nachher. Ich renne hier unten rum, weil ich hier hin will und nochmal Ziegelsteine holen will, um den einen Induction Furnace zu bauen. So. Ach ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal aus dieser Module-Produktion wahrscheinlich die ganzen, den ganzen Modder mal wegtragen. Das ist natürlich, müssen wir mal raustransportieren. Oder dann hier irgendwo direkt mal eine Fabrik hinstellen, die dann Lendfilz mir herstellt. Weil es ist dann wahrscheinlich schon ziemlich voll hier. Kann ich ja nicht, kann ich eigentlich hier direkt die Fabrik hinstellen, ne? Lendfilz herstellen lassen. Das bringt mir aber nicht viel, ne? Also das werden wir sowieso umbauen. Ja, wenn wir dann quasi eine Reihe machen, die nur das macht, und dann wenn wir dann eine Zweierreihe davon davor stellen, die das macht. Obwohl, kann denn in die Dreierreihe konnte ich ja, weil das war 2 zu 5, ne? Ja. Also das wird auch nochmal alles abgerissen und dann hier nochmal neu aufgebaut, ne? Also, wie ich das hier denkt hier, das wird so einfach. So, interessant ist, dass ich da unten zwei Pumpen hingebaut habe, zwei Offshore-Pumpen. Na gut, was Mut, das Mut. So, nehmen wir erstmal den Modder mit hier. Ich muss meine Taschen ausleeren. Carbon hier rein. Carbon hier rein. So, und dann brauchen wir nochmal so eine Müllkiste. Da gehen wir nämlich ganz schnell mal vorbei und dann müllen wir uns mal aus. So, da müllen wir nämlich mal alles rein, was wir nicht mehr brauchen. Wo ist denn die Kiste? Da oben. So, also, wir brauchen auf jeden Fall die Dinger erstmal nicht. Die Steine brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen eigentlich auch das Lead-Ohr nicht. Wir wollen Holzpellets in der Tasche haben, weiß ich auch nicht. Und die kann ich in den Prozess einlaufen lassen. Das sind die Maschinen, die wir alle brauchen fürs Bauen nachher. Bakterien, okay, nee, der Rest. Ach, hier haben wir noch Solder Plates. Alles klar, okay. So, wohin habe ich sie gesucht? Gestern habe ich noch geguckt in die Kiste und gesagt, nö, habe ich nicht mehr in der Tasche. Und jetzt? Sehen wir sie. Da sind sie, Solar Plates. So. Haben wir den Salat. Ah, da rein. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen Kupfer verteilen hier in unserer Produktionsanlage. So, dann kann hier nämlich Kupfer rein. Hier kann Kupfer rein. Hier kann kein Kupfer rein. Hier kann kein Kupfer rein. Hier kann Kupfer rein. Oh, hier kann theoretisch Zinn und Eisen rein. So, hier kann ein bisschen Kupfer rein. Ja, auch. So, dann haben wir das nämlich auch mal schon mal gewinnbringend verteilt. So. Die Steine, ja, die lasse ich erstmal so. Die acht Holzpellets, die kann ich natürlich mal der Produktion hinzufügen hier. Holzpellets, so. Dann haben wir noch das Lead-Ohr, ja gut, das kriegen wir jetzt nicht weg, aber wir kriegen auf jeden Fall. Dann können wir hier mal Crush Stone nochmal einsammeln. Für eine große Produktionsschleife in der Hosentasche an. Okay, wieso? Das hier quasi auf dem der Seite, wo es nicht so doll kommt. Also irgendwie die 3/4-Liner-Units, die machen nicht genügend. Also es kann natürlich liegen, dass hier unten, dass es schon hier unten dran liegt. Oder dass einfach wirklich. Ja, das Schwefelwasser wird nicht schnell noch abgebaut. Also da müssen wir eine zweite Schwefelentsorgungsanlage oben bauen. Oder beziehungsweise Schwefelwasserentsorgungsanlage, weil dadurch
wird hier hinten das Wasser nie abgebaut. Und wir können uns dann. Gottes Willen. Können dort deswegen nicht die Produktion aufrechterhalten. Ich meine, das geht ja hier immer noch, ne? Das können wir nochmal vielleicht reinschmeißen, aber der Rest. Gut, okay, dann müssen wir doch mal da oben gucken, wie wir dann die Schwefelentsorgungsanlage etwas vergrößern. Ohne dass wir jetzt einen großen Umbau hier machen müssen. Das ist sowieso, was ist denn das? Wo geht das denn hin? Ach, das ist das, die Zuführung wieder dahin. Also dass hier mit den Rohren oder da irgendwann mal irgendeins abreißen, was da nicht dahin gehört, das könnte natürlich dann auch für eine mittelschwere Katastrophe sorgen. Weil ich glaube, wenn wir da einmal den Stöpsel ziehen an irgendeiner Stelle, dann geht da gleich gar nichts mehr. Hier haben wir noch so ein Schwefelentsorgungsteil. Das werden wir dann einfach mal hier dazu. Ne, warte mal. So, dazwischen bauen. Geht das? Warte mal. Ne, aus dem würde dann das Wasser rauskommen, was wir da anschließen könnten. Stehe ich im Weg. Und da kommt Purified Water raus, wenn ich das recht sehe. Moment, dann können wir doch das. Ich verballer da auch das mineralisierte Wasser schon. Okay. Warte mal, dann drehen wir den so quer da rein. No. So. Wenn wir den erstmal hin, der macht dann hier Schwefelentsorgung. Kriegt erstmal hier noch eine Kiste hin. Und ein Ärmchen. So. Dann brauchen wir für dich einen Anschluss an die Schwefelwasseranlage hier. So. 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 Ein Röhrchen. So. Schwefel geht schon mal rein. Schwefelwasser. Dann können wir das Purified Water direkt anschließen. Und ja, ach, ne? Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Das wird sich aber jetzt erstmal nicht vermeiden lassen. Wir machen das mal so. So. Damit kannst du erstmal ordentlich weiter Sulfuric Waste Water mit entsorgen. Und dann sollte hier unten die Produktion wieder ein bisschen schneller gehen, weil dort in der Leitung jetzt für Entlastung gesorgt wird. Hoffentlich ausreichend. Also noch ist wahrscheinlich irgendwo was vollgelaufen, irgendwelche Tanks und Inputs übergelaufen und alles mögliche. Das müssen wir natürlich dann auch mal ordnen, früher oder später. So, hier sieht es aber wie folgt aus. Der Coke-Kasten ist auch voll, der Kasten ist voll anscheinend. Dann müssen wir den Kasten hier mal ein bisschen, dann nehmen wir mal ein bisschen was von mit. So, aber ich finde es auch gut, dass genügend Coke da ist, damit dann auch, das ist ja dann auch wichtig für die anderen Produktionen, müssen wir natürlich alles noch vollautomatisch dann irgendwann mal dahin transportieren, wo es hingehört. Aber, naja. Dann machen wir uns dann Gedanken drüber, wenn wir das hier, die vier Stränge fertig haben, dann die Produktion der Forschung bis zur Grünforschung vollautomatisiert haben. Dann machen wir uns darüber Gedanken. Ich glaube, eher viel früher braucht man das gar nicht machen. So. Dann haben wir hier ein paar Landfills. Und dann kann das hier mal losgehen. So. Mal so richtig ordentlich Landfills hier reinschmeißen. Also, müssen wir noch näher rangehen, sagst du? Kein Problem. Machen wir alles. So. Klack, 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 klack. Ne, da geht schön aufs Ohr. Also jeder, der jetzt hier Headphone hat, ne, der wird sich bedanken bei mir, aber Entschuldigung dafür. Kannst nicht erinnern, das ist wirklich ein saumäßig lauter Sound in Factorio. Und ich kapiere es einfach nicht, warum es so ist. Hier haben wir dann auch noch ein paar von. Dann machen wir da noch. Wie wird er damit noch kommen? So weit sind wir damit gekommen. So. Gut, alles klar. Das reicht noch nicht ganz aus, glaube ich, von der Breite her. Wir müssen mal ganz kurz vermessen, wie viel Platz wir hier dazwischen gelassen haben. Ja. Katze meldet sich gerade. Ich glaube, sie hat Hunger. Aber sie wundert sich, warum der alte Mann immer noch wach ist. Wir wollten hier vermessen, wie viel Platz wir hier dazwischen gelassen haben.
Da haben wir jede Menge Platz gelassen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein paar Felder sind das. Da müssen wir mal gucken. Das ist noch zwei Felder weiter als das hier. Da geht bei dem anderen das Förderband lang. Dann kommen zwei Felder, 1, 2. Für das Rohr, dann 1, 2, 3, 4, 5. 5. Da fangen die dann an. 1, 2, 3, 4, 5. Da fangen die Teile dann an. Okay, dann fangen da die Dinger hier an. Zack. Ein Platz und den kriegen wir doch schon nicht mehr hin. Alles klar, gut. Aber wir wissen schon etwa, wie es jetzt hier losgehen soll hier. So. Das heißt, der Lucky Fire geht in der Höhe genau hier und genau dort. Katze macht schon der Blödsinn. Kann gerade nicht eingreifen. Oh, jetzt geht das schon wieder mit den Rohren los. Alles klar, wir brauchen Eisenplatten. Wir brauchen Eisenplatten. Also es könnte gleich klappern im Hintergrund, wenn ich Katze nämlich gerade jetzt was gerade auf den Tisch hopst, die macht da bestimmt gleich Blödsinn. Die schmeißt bestimmt gleich was runter. Oh, was haben wir da vergessen? Das ist ja nicht schön, dass wir das Fahrrad vergessen haben. So. Neugier ist der Katze tot nochmal. Naja. So. Ein paar Eisenplatten. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen Chips für die ganzen Knickis, die wir noch mal bauen müssen, ne? Ich glaube, da fehlen uns ja auch so ungefähr, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig abgeschätzt. So, was fehlt uns denn jetzt hier? Wieso geht das jetzt hier nicht mehr so schnell voran? Weiß man nicht. So. Advanced Lead. Ach ja, wir brauchen wieder grüne. Dann haben wir mal 46. Wir müssen da bei der roten Produktion ein bisschen Eisen nachwerfen. Sonst haben wir bald keine roten Flaschen mehr. So. Aber jetzt staut sich die Kohle schon mal zurück bis hierhin, bis zum Crusher. Das ist okay. Gefällt mir. Das heißt, wir können ja hier mal dann ein bisschen was von mitnehmen für die Eisenproduktion, wo wir das dazu füttern müssen. Wo war das? Wo war das? Das war hier. Oh, siehst du, da können wir nicht mal drei Stacks reinlegen. Und nochmal 1, 2, 3. Und der braucht das sogar. Und irgendwo muss man das dann noch dazu füttern. Und zwar war das hier hinten, ne? Beim Lead. Wie haben wir hier noch? 172, 172. Das ist ja recht gleichmäßig. Dann müssen wir das natürlich auch gleichmäßig verteilen, ja. So. Gut. Ach, beim Zinn, nicht beim Lead. So, das ist alles voll verstopft dort. Naja, gut. Aber ist hier keine Produktion eingestellt? Doch. Oder? Doch, ist. Gut, haben wir denn, nein, haben wir nicht. Wir müssen weiter gucken. Weiter suchen. Das funktioniert hier schon mal, denn danach müssen wir dann wirklich, oh Gott, diese Produktion hier vergrößern, damit wir genügend davon kriegen. Wie sieht's hier aus? Kunststoffstange. Achso, ja, Kunststoffstange. Da können wir uns nochmal drum kümmern, dass wir noch mehr Akkumulatoren haben. Wo es gerade sagt, 72 Kunststoffstangen, sehr gut. Dann können wir da mal um die Fusseln noch mal holen. Fusseln. Und es ist fertig geforscht. Sehr gut. Dann können wir nämlich den Strang gleich richtig aufbauen. Fusseln hier einlagern. In die Kiste auch, bitte. Danke. Wie viel haben wir da schon drin? 2,4K. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen können. Ich hatte, glaube ich, am Ende der letzten Aufnahmesession da mal reingeguckt und habe mich dazu entschieden, mir das nicht zu merken. Es tut mir leid. So, hier ist wieder Kohlemangel angesagt. Okay, gut. Das wird sich aber jetzt, sage ich mal, relativ schnell. Ja, da haben wir nicht ganz so viel. Wie viel haben wir da unten drin? 628. Kohlenstoffdioxid ist aber genug in der Leitung. Na gut, weiter geht's.
Nee, was wollte ich denn jetzt überhaupt? Ach ja, ich wollte jetzt hier mal einmal gucken. Taschen sind gut leer. Dann können wir ja hier mal ein bisschen... Ah ja, Taschen sind gut voll. Tut mir leid. Jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen Modder hier durch die Gegend schleppen. Für die Landlords. So. Dann gehen wir nochmal ganz kurz durch die Produktion. Das ist hier. Achso. Ich wollte gerade sagen, hm, da liegen Fussel rum, aber nee, also, da müssen sie ja sogar rumliegen. Die sollen da ja sogar liegen. So, dann packen wir das hier nochmal voll, dann packen wir das hier nochmal voll. Nicht, dass es nachher daran hapert. Dann das hier. Weil wir kriegen die Produktion ja doch fertig mit den Materialien, die wir jetzt da haben. Also das ist schon mal schön, das gefällt mir. Ungemein. So, nehmen wir die 22 nochmal raus. Dann packen wir hier oben die Fläschchen rein. Gut. Ja. Wir brauchen... Hier können wir noch ein bisschen Grisselsand mitnehmen wieder. So viel ist nicht, ne? So viel hat er nicht produzieren müssen. Grisselsand. Was haben wir hier noch? Die Dinger können wir noch mal da unten dazu füttern. Oh, haben wir auch noch drin. Ist mir nicht so schlecht. So, 98 Landfills. Die könnten erstmal reichen, dass wir hier unten in der Ecke weiterkommen. Gut, dann Rohr. Das ist genau ein zu kurz. Jetzt erwartet, dass das passt. Dann prüfen. Bis dahin, okay. Wir haben keine Eisenrohre mehr, warte, dann. Ach. Jetzt wusste ich, wozu ich Eisenplatten geholt habe. Jetzt wusste ich, wozu ich die Eisenplatten geholt habe. Hm. Na gut. Ich wollte mir nämlich Rohre machen. So. Manchmal ist es verzwickt. So, dann werden wir unten die Landfills erstmal einsetzen, damit wir dann hier das schon mal so weit hinbauen können, wie wir es müssen. Minus, minus. Bisschen kleiner die Sache. Bis hierhin. Im ersten Versuch. So, dann können wir nämlich hier den nämlich schon wieder dran stellen noch mit. So, den müssen wir rotieren. Ne, müssen wir nicht rotieren, der stand schon richtig rum. Dann brauchen wir einen Rohranschluss hier und einen doppelten hier. Einen doppelten hier, einen normalen hier, einen doppelten hier, einen normalen hier. So, dann brauchen wir da keinen Rohranschluss. Das geht direkt unterirdisch. Ist das jetzt hier ein weiter? Das kann passieren. Das haben wir uns beim Vermessen vermessen. Naja, wer viel misst, misst viel Mist. So. Dann brauchen wir den Eingang nach da. Da brauchen wir jetzt keine Verbindung. So. So und so. Und dann brauchen wir hier eine Verbindung nach da und eine Verbindung nach da. Und die muss jetzt auch wieder zurück rüber gehen. Oh, das sind die unterirdischen Rohre wieder alle. Ach ja, nö. Ist ja nicht so. Ne? So. Und dann können wir nämlich hier schon mal sagen, dass wir nämlich von dem Rohr, was jetzt gar nicht mehr in der Mitte ist, abgehen. In die Richtung, oder die Höhe, wo ich stehe. So. Bis dahin. Stimmt das? Stimmt auffällig. Dann können wir nämlich hier schon die nächsten Teile wieder rausstellen. Das ist nämlich, wo sie stehen. 1, 2, 3.
Und der steht schon mal nicht mehr, weil wir keinen Lentil mehr haben. Warte mal, dann können wir ja mal ganz kurz ein bisschen Sand holen. Vielleicht reicht uns das als Lentil. Nicht ganz, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwo welche hier? Nee, leider nicht. Gut, dann nehmen wir noch Modder mit. Und holen uns die Lentils auch noch. Die wir hinten haben, die produziert wurden. So. So. Achso, das ist ja voll schon die Hand. So, so. 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 Ah ja. Hier ist Inventar voll. Man glaubt's ja kaum. Das geht ja hier rubbel die Katz am Borsigplatz. So. Gut, das sollte. Gut, was ist das denn jetzt so? Ist nicht euer Ernst. So. Aber die Landaufschüttung, die sollten dann erstmal ganz weit reichen. Damit müssten wir jetzt eigentlich hinkommen fürs Blei. Schon ganz schön groß unser Gebiet hier, ne? Na, wir haben auch mal den gebaut. Mittlerweile muss man das ja wirklich zugeben. So, dann machen wir hier noch ein paar davon. So. Alles klar. Dann brauchen wir jetzt den Anschluss, der hier das Wasser rüber leitet. So, bis da ran. Sehr gut. Dann Standardrohr dahin. Da brauchen wir keins, da brauchen wir keins, da brauchen wir keins. Hier müssen wir noch den unterirdischen richtig verlegen. So, so. So wird ein Schuh draus. Gut, dann brauchen wir von den roten Knickarmen 6 Stück. Und hier brauchen wir Lentfels. So, da hätten wir hier 477 davon im Angebot. Die können wir ja dann erstmal gewinnbringend hier investieren. So. Haben wir den anderen Lentil hier, genau. So. Und dann eiern wir hier nochmal hoch. Schöne Zebra-Welt machen wir damit. Naja. Und wieder runter. Und dann das Lentil hier nehmen. Sehr schön. So, gut. Haben wir das erstmal angeschlossen. Jetzt können wir hier denn den Strommast hinstellen. Und die Fabrik brauchen wir hier noch. So, die braucht einen raus, einen rein. Umgekehrt. Dann müssen wir hier noch die Verrohrung machen. Warte. Das war hier 2 Anschluss. Hier 1 Anschluss. Hier auch den einen Anschluss. Und hier ein Anschluss und hier ein Doppel und da auch ein Doppel. Dann unterirdisch. Von hier noch dort. Auch dort. Von hier nach dort. So nach so, so nach so. Und das müssen wir dann wieder einmal hier rüberlegen. So, den Abtransport Schwefelwasser. Das funktioniert jetzt ganz gut, okay. Da haben sich die Lagerbestände jetzt so runtergesetzt. Dann brauchen wir. Jetzt haben wir hier verrohrt. Das ist verrohrt. Das ist verrohrt. Alles klar. Dann brauchen wir hier ein Rohr hoch. Bis dorthin. Dann machen wir uns gleich mal noch ein paar Rohre hier. Ein bisschen was in die Queue legen. So. Dann brauchen wir Förderbänder. Und zwar brauchen wir eins, was in die Richtung läuft.
natürlich genau das Falsche gewesen. Das ist auch das, was länger ist. Das geht bis hier hinten hin. So, und dann hier. Nee, hier runter. Das geht hier hoch. Bis dahin. Upsala. Und dann hier rüber. Bis dahin. So. Dann brauchen wir den roten. Und zwar brauchen wir den roten Rausleger. An der Stelle, an der Stelle und an der Stelle. Und den Reinleger, den brauchen wir an der Stelle. An der Stelle und an der Stelle. Ja. Genau. Und dann ist das relativ symmetrisch aufgebaut. Und dann können wir das hier noch uns sparen. Dann brauchen wir hier ein Förderband, was nach oben geht. Bis dort. So. Dann brauchen wir hier die drei letzten Kristallisierer. 1, 2, 3. Noch gar nicht geguckt, was ich für das Blei ausrütteln da brauche, ne? Oh, jetzt müssen wir mal Ärmchen produzieren. Weil sonst gehen uns die gleich aus hier. Mittig, oberhalb und das sind uns schon ausgegangen. Alles klar. Dann wissen wir schon mal Bescheid. So, dann brauchen wir noch diese komischen. Was kosten mich denn eigentlich diese Filterhülsen hier? Machen wir mal ein paar Stück von. So. Für den Kreislauf hier, für den Prozess. Dürfen auch nicht zu viele sein, ne? Sonst verstopfen wir uns das Band nachher, weil dann zu viele drin sind. Dann nehmen wir mal lieber. Immer 60 Stück. Wird ausreichen. So. Dann kriegen wir jetzt hier gerade die Knickarme gelegt. Gegeben. Gut, die können wir dann einen dann hier einbauen. So, dann brauchen wir hier einen hier und einen dort. Der ganze Kram muss dann auf ein Förderband gelegt werden, was hier hoch geht, hier rüber geht, von hier in Orkschascher legt. So. Und da müssen wir gucken, die stehen eigentlich auf der Außenkante, ne? Ja, nicht auf der Innenkante, sondern auf der Außenkante. Alles klar. So, so. Wascher. So, so. Damit der nämlich hier in die Richtung gelegt werden kann. Die Höhe müsste das sein, ne? Ja. So. Und zwar brauchen wir dann 1, 2. So. 1, 2. Und jetzt brauchen wir die filternden Arme. Und ich glaube, oh, da kann ich gar nicht mehr genügend bauen. Da müssen wir uns mal wieder ein paar Circuit Boards besorgen. Oder geht uns langsam das Solder aus. Oder die Widerstände. Ja, die Widerstände sehen auch schon schwach aus. Holen wir uns da auch mal ein paar von. Da müssen wir gar nicht hier unten hin. Das ist ein weiter Weg mittlerweile bis in die Fabrik. Essen weiter wie ich. So. Widerstände. Holen wir uns mal 400 Stück nochmal. Dann machen wir da oben noch ein paar Plättchen wieder rein. Zack. Um das hier holen zu können. Und schon gehen auch die beiden wieder zu produzieren. Aber wir sind schon wieder bei 38 Minuten, sehe ich gerade. Während wir jetzt die Bleistraße bauen. Das Ganze muss dann natürlich noch. Dann müssen wir das hier natürlich noch vergrößern, aber da werden wir das abreißen, dass wir genauso in dieses Korsett pressen wie das hier. Hier aufbauen, auf der Linie. Und das wird dann eins rüberwandern nach dort. Und dann geht dann ein großes Förderband hier unten durch. Und da werden wir wahrscheinlich Probleme kriegen mit einem Förderband, was nur die Nodule produziert. Da müssen wir wahrscheinlich schon zwei nehmen. Damit wir das dann. Wenn das erste leer gegriffen ist, das zweite quasi drauflegen. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Kriegen wir hin. Theoretisch hätte man das auch in die Mitte moven können. Ne? Zwei nach da und zwei nach da. Wäre gar nicht mal so doof gewesen, ne? Naja. Egal. Kriegen wir auch noch hin. So. Da oben brauchen wir jetzt erstmal den Rüttler. Den können wir schon mal hinstellen. Und die beiden Filterarme haben wir auch.
Einmal in die Richtung, einmal in meine Richtung und das Ganze soll in Kisten hier aussortiert werden. Erstmal. Na, lass doch mal die Kiste los. Und zwar gefiltert wird das Zeug hier. So, gut. Falls euch das gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis denn. Tschüss.